der kennt sich auch mit Hunden aus. Ob groß oder klein, braun oder schwarz, Langhaar oder Kurzhaar. Unter einem Problem leidet der nächste Patient garantiert nicht: Unterernährung. Goldig, dass er eine Halsband um hat, sonst wüsste ich gar nicht, wo vorne und hinten ist. Rauf auf den Tisch. Sag mal, wer hat den gefüttert? Nun guck dir diese kleine Frohnatur an. Die schafft es sogar beinahe aus eigener Kraft auf den Tisch. Der Humpel vorne links wurde sie schon operiert mit einem Haarbalg im Fuß. Wurde rausoperiert. Jetzt humpelt sie als weiter. Sie hat schon abgenommen. Aber da sie nicht mehr läuft, kriege ich mit Futter nicht mehr runter. Was würdest du denn? Trockenfutter, Feuer. Ich ist alles egal, was für eine Marke. Warum gibst du deinem Hund was zu fressen, was er nicht kauen kann? Oh, oh. Schluckt zu viel Luft. Naja, der Vorteil ist, Trockenfutter, wenn sie es runterschieben, haben sie viel Luft im Bauch. Wenn du ihn nicht siehst, du riechst ihn dann doch. Ja, auch. Und wenn er nass wird und wird trocken, stinkt er wie eine Hyäne. Stell dir vor, der Wolf würde in der Herbstzeit jagen wollen und er hätte sich so ernährt. Und jetzt stinkt er von diesem falschen Füttern. Der Rehbock auf 300 Meter Entfernung sagt dann, Jungs, der Stinker kommt, lasst uns abhauen. Er würde verhungern. Dein Freund oder Mann, bist verheiratet? Nein. Hast du ihn auch so gut gefüttert? Ja. Oh, oh. Komm, Letzi. Letzi muss abnehmen. Ein Drittel an Gewicht kann der runter haben. Das sind ja rosige Aussichten. Ob das das Frauchen wirklich übers Herz bringt? Liebe geht doch durch den Magen. Ihr müsst euch das Verhältnis angucken. Der Riesenkörper auf diesem femininen Bein. Nicht? Er hat Beine wie Claudia Schiffer, aber einen Körper wie Bud Spencer. Dass das auf die Dauer nicht gut gehen kann, das wissen wir alle. Ja. Und da werden wir jetzt was dran tun. Mit geräucherten Schweineohren. Da kann er lange drauf herumkauen und kriegt doch nichts dabei zu fressen. Aber er lässt deine Möbel in Ruhe, sonst frisst er dir den ganzen Sofa auf, weil er Kohldampf schiebt. So ein bisschen die Bandscheiben unter Druck. Ruck. Nun schau mich mal an, Locke. Da ist schon alles blau im Maul. Du musst ihm gucken. Das kannst du dir ja vorstellen, dass der viel Wasser in sich behält, dass die Lunge immer absäuft und dass das Herz dagegen anarbeiten muss. Das Herz wird größer, die Herzklappe kann nicht mehr schließen und der Hund wird schlapper, dicker, behäbiger. Und dieser Teufelskreislauf nimmt seinen Weg. Wollen wir den gesund machen oder wollen wir ihn begraben zu Weihnachten? Wir bringen den Hund um. Aber das ist heute die Gefahr. Ich meine, bei so jungen Dingern hat man das eigentlich nicht so häufig, nicht? Weil junge Frauen haben noch andere Interessen und alles, was um die Ohren. Und nicht einen Hund totfüttern. Hast du eine Oma da? Die stopft natürlich rein. Nicht? Der Hund schielt einmal so rum, Fernseher zu, nicht? Kreist mit dem Auge schon, schmeißt eine Mettwurst. Nicht? So sind die. Und die explodieren dann einfach. Sie bringen ihre Hunde pünktlich um. So, und dies ist ein Seltenheitswert, dass ein Hund so überfüttert wird. Ihr habt ihr zu lieb. Dabei gibt es andere Lebewesen, die man so lieb haben könnte. Männer zum Beispiel, die viel Pflege brauchen, viel Streicheleinheiten brauchen. Die geben aber wieder, wollte der Hund nicht. Den Hund verlangst du auch ja nicht, hol dies, hol das. Hol die Zeitung, gib das Geld raus. Fragst du den Hund ja gar nicht. Stell den Mann nicht so doofe Fragen und der gibt keine Widerworte. Ist doch ganz logisch, oder? Der kann runter. Anton hat alles auf dem Zettel für euch. Wenn ihr Fragen habt, ruft ihr einfach durch. FDH ist die Devise, was er bislang kriegt, einmal halbieren. Und wenn das nicht hilft, nochmal halbieren. Ich habe gedacht, dass sie jetzt wie ein junger Gott hier rausläuft.
Da sie aber leider ja zu dick ist, laufen wir jetzt nach Hause und nehmen weiter ab. Wir sind schon dabei. Wir haben ja schon 2-3 Kilo abgenommen. Ich hoffe, dass jetzt mit der Liste hier abgenommen wird mit dem Fleisch. Und ich hoffe, dass wir das schaffen, weil wir wollen sie ja noch lange haben. Ne? FDH und Schweineohren. Das wird hart für beide. Aber dafür wartet dann ein langes Hundeleben.